Ja, hier ist ein kleines Python-Skript. Dieses Python-Skript achtet bei Twitter auf einen Hashtag, den man hier konfigurieren kann und publisht dann ein Topic auf einem MQTT-Server unter diesem Namen. Das Skript an sich ist nicht besonders lang. Das Entscheidende ist eigentlich hier, dass wenn Daten über Twitter kommen, dass die extrahiert werden in ein JSON und das Ganze dann gepublished wird auf einem MQTT-Server. Ja, das Programm für den ESP32, wenn das gestartet wird, verbindet es sich mit dem WLAN. Das sieht man am besten hier in der Setup-Methode. Dort wird zunächst das Display initialisiert. Ich verwende hier ein Display, was 296 mal 128 Punkte hat. Dann wird sich mit dem WLAN verbunden. Und anschließend wird dieses Display initialisiert, beziehungsweise die Grafik dargestellt. Und die Konfigurationsdaten werden vom Server geladen. Diese sehen wie folgt aus. Das ist ein JSON. Da gibt es zunächst erst einmal den Eventnamen. Dann, auf welches Subject denn gelauscht wird. Das war in diesem Fall mmbws/hack. Und eine Liste der Mitglieder, die man dann einzeln durchschalten kann. Ja, wenn eine neue Nachricht eintrifft, das sieht man hier, dann wird erstmal geguckt, ob der MQTT-Server verbunden ist. Wenn nicht, wird er neu verbunden. Und im Reconnect wird auch das Ganze dann geguckt, dass er eben subscribed auf den jeweiligen Topic. Ja, und das ist auch schon alles. Jetzt will ich das Programm mal übersetzen. Okay, und auf meinen ESP32 übertragen. So, das ist jetzt geschehen. Und ich kann mir auch gleich gucken in den Debug-Ausgaben, wie das Ganze. So, das Display wird initialisiert. Er verbindet sich mit dem WLAN. Liest das JSON aus und erhält gleich den ersten Topic. Und zwar mit diesem Text hier. Wenn ich jetzt einen neuen Tweet senden will, dazu gehe ich mal auf Twitter und schreibe Hallo Welt und twitter diesen Tweet, dann sehen wir, dass er den empfängt und auf dem Display darstellt. Ja, das ist hier der ESP32 und wenn ich den jetzt starte, dann verbindet sich der ESP mit dem WLAN, liest das JSON ein und stellt den Tweet dann entsprechend dar. Ja, wenn ich auf den Knopf drücke beim ESP32, kann ich auch noch die Namen umschalten.